Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Beyond Ice. Unsere kleine Ray hier ist gerade auf dem Weg, die Katze zu suchen, Nanny. Und dabei hat sie ihren sicheren Garten verlassen und ist nun draußen in der offenen Welt. Vorsicht, ihr Hühner, passt auf. Kann ich euch anfassen? Kann ich euch aufheben? Ich mag euch kuscheln, ihr seid weich. Nein, nicht wegrennen. Komme ich hier irgendwo raus? Nee, anscheinend nicht. Okay. Dann muss ich wohl wieder zurück. Kann ich die Tür zumachen? Weil nicht, dass die Hühner jetzt alle abhauen. Nee, anscheinend nicht. Verdammt. Aber warte mal, da ist ein Weg. Ah. Ich habe es ja schon in der letzten Folge gesagt, ich finde es optisch so brillant gelöst. Übrigens, was ganz witzig ist, ich habe noch ein zweites Spiel, das genau die gleiche Thematik verfolgt, wo der Protagonist oder die Protagonistin blind ist. Das kommt auch demnächst auf meinen Kanal. Bin auch schon gespannt, wie die das dann lösen. Oh. Okay, da ist ein Zaun. Keine Angst, Kleine. Er kann dir nichts antun. Ignorieren einfach. Ich gehe mal auf ihn zu. Hey, du tust mir doch nichts, oder? Ich gehe mal weg. Oh, da ist eine Wand. Und eine Brücke. Oh Mann, Ray, wohin begibst du dich? Pass bitte auf. Ich weiß, dass die Katze dein bester Freund ist, aber dich so in Gefahr zu begeben, nur wegen einer Katze? Ist es das wert? Ach, was rede ich da? Natürlich ist es das wert. Die Frage stellt sich doch eigentlich gar nicht. Für Freunde tut man alles. Warte mal, aber da war ich ja schon bei der Brücke. Bin ich gerade wieder auf dem Rückweg? Oder ist das eine andere Brücke? Das ist doch die, wo der Frosch oben war. Ich gehe mal einfach den Weg entlang. Und falls ihr euch fragt, warum Ray weiß, dass unter ihren Weg ist, das hört sie bestimmt mit ihren Gummistiefeln. Eine Kuh. Hey Kuh. Alles okay? Kuli Muli. Frisst du ruhig dein Gras. Ich werde dich nicht weiter belästigen. Ich muss sowieso was viel Wichtigeres machen. Oh, da geht's ja gar nicht weiter. Mist. Aber wo komme ich hier weiter? Komme ich auf jeden Fall wieder zurück? Oder nicht? Da ist wieder eine Sitzbank. Ach Ray, setz dich doch einfach mal hin. Atme tief durch. Warte mal, da war gerade was. Ach! Ein Brunnen? Diesmal wirklich ein Brunnen? Kann ich ihn benutzen? Ein Frosch? Ist der Frosch da unten? Ich habe keine Ahnung. Hey, Herr Kuh. Ich gehe einfach mal an dir vorbei. Oder eigentlich bist du eine Dame. Sorry, Lady. Das war keine Absicht. Verdammt, Sackgasse. Da drüben vielleicht? Nee, hier komme ich auch nicht weiter.
Das heißt wohl, ich muss zurück. Vielleicht doch drüben beim Brunnen? Ich stapfe einfach mit meinen schweren Gummistiefeln über den nassen Erdboden. Eigentlich keine Ahnung, ob er nass ist, aber ich vermute mal. Mir gefällt ja dieser Pastelltonstil, den sie hier anwenden. Es hat schon ein bisschen was von einem Gemälde. Gerade wie sich das alles eben vor einem aufbaut, wie die Farben in einem Gemälde, die langsam aber sich aufgetragen werden und ein Bild ergeben. Das ist voll schön. Was ist das? Wassertropfen. Aber, okay, das sind Kisten. Ist hier ein Haus? Nein, ein Zaun, Mist. Oh, die Kirchenglocke, ich bin fast da. Nanny! Ach, hat sie gerochen? Oder woher weiß sie plötzlich, dass Nanny hier ist? Ich glaube, sie riecht Nanny. Oder sie spürt Nanny in ihrem Herzen. Ganz tief. Vorsicht, Ray. Nicht ablenken lassen von all den neuen Eindrücken hier. Du hast eine wichtige Mission. Oh, warum geht's da so weit nach unten? Was ist das? Was ist das für eine Dunkelheit? Ich will da nicht rein. Ich will nicht in die Dunkelheit. Muss ich da rein? Oh, das ist eine Straße oder was? Okay, verstehe schon. Aber wo ist die Kirche? Ich wollte ja eigentlich zum Kirchturm. Oh Mann, pass ja auf, Ray. Da vorne, was ist das? Ein Specht! Herr Specht. Was? Ist das eine Ampel? Ah, eine Blindenampel. Oh Mann, wie cool ist das? Ich finde die Idee so geil. Kann ich jetzt drüber? Die Autos sind stehen geblieben, okay? Okay. Mann, das ist echt unheimlich. Wow, der hat aber ganz schön nah abgebremst. Und so begeben wir uns auf die andere Seite der Straße. Ja, Freunde, und was uns hier jetzt erwarten wird, das sehen wir in der nächsten Folge. Mein Name ist Taco, danke fürs Zusehen, macht's gut.